Ist ja ein Mikro? Ja, jetzt. Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger. Auf dem Weg zurück zur Normalität, zum Ende der Corona-Krise, rücken wir die ansonsten für unsere Bürger wichtige Frage der Landespolitik zurück in unsere Aufmerksamkeit. So ist das Leid und der Dauerstau oder die übervollen Züge bei den Pendlern zwischen Brandenburg und Berlin wieder deutlich angestiegen. Zuerst sind viele wegen der Corona-bedingten Restriktionen von Bus und Bahn auf ihren eigenen Pkw umgestiegen, um morgens und wie abends im Dauerstau verbringen zu dürfen. Nun kehren viele auch wegen dieser unerträglichen Situation wieder zurück in Bus und Bahn, um wieder in übervollen, ja quasi Blechdosen, Ölsardinen gleich, den täglichen Weg zur Arbeit erleiden zu müssen. Doch wie können wir diesem Dilemma endlich entrinnen? Spätestens jetzt steht deshalb die schon seit Jahren dringend überfällige Abhilfe für die durch den stetigen weiteren Zuzug von Berlin nach Brandenburg weiter wachsende Zahl von Pendlern wieder ganz oben auf der Agenda. Doch was hören wir dazu? Gebetsmühlenartig aus dem Infrastrukturministerium. Das sei alles Bestandteil des großen Projektes I-2030 zwischen Berlin, Brandenburg und dem VBB und werde schon kommen. Ist nur die Frage, wann? Irgendwann in diesem oder im nächsten Jahrzehnt? Nur für die Bürger und für die Pendler. Spürbar voran geht es seit nunmehr 4 Jahren in dem Projekt gar nicht. Noch immer warten wir auf den Ausbau, die Takterhöhung oder zum Teil auch Streckenverlängerung von REs und RBs, ebenso wie auf die bereits vor Jahren werbewirksam von Ihnen angekündigte Einführung des 10-Minuten-Taktes auf den sogenannten Außenästen der S-Bahn. Dieser Prozess zur Entlastung der Pendler läuft derart schleppend, dass sogar, werte Kollegen von den Koalitionsfraktionen, zwecks einer vermeintlichen Beschleunigung dazu im September 2020 ein Antrag mit dem wohlfeilen Namen, ich zitiere, Pendlerland Brandenburg, Entwicklung der S-Bahn an allen Außenästen, sie sich genötigt sahen, in dieses Plenum einzubringen. Darin wurde doch wahrhaftig die eigene Landesregierung unter anderem aufgefordert, Zitat, das I-2030 Teilprojekt Engpassbeseitigung und Weiterentwicklung S-Bahn-Netz weiter zu forcieren, um die notwendigen infrastrukturellen Maßnahmen auf den Außenästen der Berliner S-Bahn schnellstmöglich zur Entscheidungsreife zu bringen, zu planen und umzusetzen. Wow, denkt der Bürger auf der Straße. Jetzt muss aber der Turbogang drin sein. Ich sage, auch hier handelt es sich leider wieder einmal nur um einen Pseudo-Antrag aus der Schmiede der PR-Agentur der Landesregierung, um den falschen Eindruck von Attraktivität und Fortschritt zu erwecken. Das kennen wir ja schon. Um dieses sich regelmäßig wiederholende traurige bis peinliche Schauspiel zu durchbrechen, haben wir in der Abstimmung mit den betroffenen Menschen vor Ort erneut einen konkreten Antrag für die schnellstmögliche Realisierung eines 10-Minuten-Taktes auf einem Außenast der S-Bahn, dieses Mal nicht der S2, sondern der S5, von Neuenhagen bis Strausberg vorgelegt. Es liegt alles vor, um die Umsetzung anzugehen. Packen wir es an und bringen wir endlich etwas voran für die seit Jahren täglich gequälten Pendler aus Brandenburg. Dankeschön.